Galaxie entdeckt. Das ist eine Unterhose mit dem Herz drauf. Schon, ne? Habe ich mir gedacht. Cool. Und gleich nochmal. K-Pop Heart. Cool. Dankeschön. Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte, auf dem Kometen. Das ist unser Haus, ein Sternenschiff, das das Sternenmeer überquert. Wir bereisten das Sternenmeer mit diesem Sternenschiff der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternenschiffes ist in einem Bann einer rätselhaften Anziehungskraft, zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Was? Kraft. Ja, es handelt sich dabei um Powersterne. Seiner Kraft beraubt ist das Sternschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternschiff, das die im Universum verteilte Galaxie mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern ist jetzt hierher zurückgekehrt. Er ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von ihr aus betreten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternschauterrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht. Und wir sammeln jetzt Sterne, damit wir in andere Level kommen. Ja, ist ja schon gut. Speichern! Oh, das kann man nur mit Bewegungssteuerung. Okay. Puh, geschafft. Brrr. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, es ist das Auge, Sterne, bla bla bla. Weg in die Galaxie. Ach so, warte mal. Mit dem Dingsi-Stern auf den Greifstern und drücke A. Oh ja, genau. Oh, das könnte ein bisschen nervig werden. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Na, was ist denn los? Hä? Ah, jetzt. Die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf den Sternen steht für die Distanz. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um weit, weit entfernte Galaxien zu bereisen. Eins. An dem Spiel sieht man aber ganz gut, dass ein Metroid Prime HD Collection eigentlich machbar wäre mit der Bewegungssteuerung. Ja, das auf jeden Fall. Also ich spiele jetzt mit dem Pro Controller, mit den beiden Nunchuck-Dingern. Wie heißen die gleich nochmal offiziell für die Switch mit den Joy-Cons? Dürfte das sowieso überhaupt kein Problem sein eigentlich. Aber mir wäre trotzdem, glaube ich, keine Bewegungssteuerung lieber. Aber es funktioniert perfekt. Ich mag's nur nicht.
Ich meine, mit dem Auto-Anvisier-Feature hat, finde ich, Metroid Prime auch schon sehr gut ohne Bewegungssteuerung funktioniert. Ah, der erste Boss, Dino Piranha. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich schnell. Einer fehlt noch hier auf dieser Erdnuss, fällt mir gerade auf. Der kleine Erdnussplanet. Ah, da. Ich glaube, wenn man die genau in den roten Kristall trifft, gehen sie eigentlich kaputt. Aber ist gar nicht notwendig. Autsch. Ah, Mann, komm schon. Die machen wir kaputt. Es hat funktioniert. Wie auch immer. Kommt da unendlich viel eigentlich? So groß ist der Planet nicht. Da stimmt was nicht. Ja, ich glaube, da kommen einfach unendlich viel. Na gut. Nice. Sehr schön. Also gerade Metroid Prime hat davon echt profitiert. Das Spiel wurde dadurch fast schon zu einfach. Das Level unter Zeitdruck ist echt nervig. Das weiß ich nicht mehr. Wo ist mein Cursor? Da ist er. Ich muss mich dran gewöhnen, den ab und zu benutzen. Manchmal braucht man ihn einfach. Na komm, Mario, das schaffen wir auch so. Ja! Yeah. Eigentlich ist das echt ziemlich nicht so nett, was wir da machen. So ein frisch geschlüpfter Baby-Dino, den wir hier einfach verprügeln. Ich meine, das ist ein Baby. Und jetzt ist er tot. Gut gemacht, Mario. Gut gemacht.
Kann ich den irgendwie resetten? Auf Minus bleiben oder so vielleicht? Muss ich nachher mal versuchen. Ist dir der glitzernde Sternstab aufgefallen? Sternteile, Luma lieben sie, Quelle unserer Kraft. Ja. Auf Gegner schießen kann man sie. Nee. Okay. Das ist echt blöd, weil mein Cursor ist total blöd eingestellt gerade. Ich weiß nicht, wie ich den zentrieren kann, leider. Naja. Geht schon. Nur ein bisschen ungemütlich. Hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für diese Lektion. Du kannst dir auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht springen dabei Belohnungen für dich raus. Sternteile werden dir bei deinem Abenteuer auf jeden Fall helfen. Na dann. Einer der R-Buttons zum Zentrieren. Ich werde es mal versuchen. Jetzt gehen wir nochmal zum Eierplaneten. Ah ja, stimmt. Der R-Knopf. Ja, der ist viel besser. So ist gut. So geht's. Yippie. Der Wunsch des Vielfraßes. Der Gourmet-Luma. Kommen wir denn da hoch? Ah ja. Ein extra Leben. Lame. Lame. Ich werde mich beschweren. Die Dinger haben eine lustige Physik. Na komm. Schon gewusst, drückst du bla bla bla, Sternteile schießen, ja ja, das wissen wir doch alles. Ein Stück weiter ist der Vielfraß, jawohl, nutze Dingsdi und Bumsdi und Handheld-Modus auch noch erklärt und ich verstehe schon. La 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 la, hey da bist du ja.
Hast du keine Sternteilchen? Ich will Sternteilchen essen. Hey! 100. 100 Sternteilchen. Das ist immer ordentlich. Da müssen wir noch ein bisschen Sternteilchen sammeln gehen, befürchte ich. Ich befürchte, hier auf dem Planeten finden wir nicht mehr genug. Au, hey. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir brauchen, aber ich glaube, mit 65 sind wir ganz gut dabei, oder? Sowas circa. Oh, die haben sich aufgelöst. Ich war zu langsam. Nein. Aber das dürfte jetzt reichen, hoffentlich, denke ich. Nehmen wir mal den noch mit, vorsichtshalber, aber dann hauen wir ab hier. Ja, das dürfte passen. Kann ich den jetzt eigentlich hier auch schon füttern oder muss das in dem Modus sein? Ah, so geht's nicht. Okay. Ah, jetzt. Tötötötö. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandler! Ein neuer Planet wurde geboren. Habe ich den, der war echt, wow, okay. Ich schätze mal, dass wir da hoch müssen, oder? Ja, sieht so aus. Okay. Jetzt ab in die Dr. Mario-Pille. Die übergroße. Ah ja, stimmt. In dem Spiel kommt ja, glaube ich, zum ersten Mal Toad vor. Captain Toad meine ich natürlich. Oder war das erst im zweiten? Bin ich mir nicht mehr sicher. Aber wie kommen wir hier rein? Wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite hier so. Ah, hier. Mist, das war ein Fehler. Aber wartet mal. Vielleicht kann man hier abkürzen, wenn man ein bisschen... Ja. Na, ich glaube, ich kann hier nicht genug. Ist egal, da sind wir anders schneller. Ich darf nur nicht so hoch springen hier.
Oh, hey, spinnst du? Na dann, auf zum nächsten Wurbel-Zwirbel-Zauber-Sternchen. So. Es gibt auch wirklich Planeten, da kann man mit einem gezielten Sprung aus der Anziehungskraft von denen rausspringen und in andere rein. Das hat schon eine interessante Physik, das Spiel auch. Und manchmal, wie hier, ist es ein bisschen verwirrend, wo man gerade hinlenken muss, damit er sich so bewegt, wie man das gern hätte. Na. Ja. Yahoo!